Du willst ein Erklärvideo erstellen? Vielleicht dein erstes? In diesem Video zeige ich dir die größten Fehler in Erklärvideos und wie du sie vermeiden kannst. Viel Spaß! Hallo und willkommen bei Mindnap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Ich bin Alexander Lorenz, Gründer und Geschäftsführer von Mindnap. Wir helfen Unternehmen dabei, Erklärvideos für ihr Marketing zu produzieren. Daher habe ich häufig mit Erklärfilmen aller Art zu tun. Einige Fehler begegnen mir dabei immer wieder. Ein Erklärvideo muss gleich zu Beginn das Interesse wecken und klar machen, was Ziel und Inhalt des Videos sind. Und wenn du die Aufmerksamkeit gewonnen hast, fass dich kurz. Spätestens nach 3 bis 4 Minuten lässt die Aufmerksamkeit vieler Menschen nach. Besonders für Marketing-Erklärvideos gilt, je kürzer, desto besser. 1 Minute bis 1,30 sind dafür oft ideal. Das Thema deines Erklärfilms ist für deine Zuschauerinnen und Zuschauer neu. Viele Fachbegriffe, unnötige Details, zu viele Charaktere und ein einfach generelles Überladen mit Informationen solltest du also vermeiden. Im Gegenteil, versetz dich in deine Zielgruppe hinein und versuch eine Frage, die diese tatsächlich hat, auf verständliche Art zu beantworten. Übrigens, ein bewährter Trick ist auch die Empathie und damit die Emotionen deiner Zuschauer selber anzusprechen. So folgen sie der Geschichte eher und sind am Schluss auch für Marketingbotschaften zugänglicher. Wer Online-Videos schaut, ist einen hohen Standard gewöhnt. Achte also auch du unbedingt auf die Bild- und Tonqualität deines Films. Am allerwichtigsten ist dabei die Sprachspur. Denn wer dein Video nicht versteht, schaltet schnell wieder ab. Für Inspirationen zur grafischen Gestaltung von Erklärvideos, schau mal ins hier verlinkte Video rein. Egal welcher Stil dir gefällt, achte auf jeden Fall darauf, dass dein Video einheitliche Grafiken hat. Lieber etwas weniger, dafür aus der gleichen Quelle und überall die gleichen Farben und Schriftarten. Egal welche Art von Inhalt du mit deinem Erklärfilm vermitteln willst, lass die positive Stimmung und die Aufmerksamkeit deines Publikums am Ende des Films nicht ungenutzt. Mit einem sogenannten Call to Action sprichst du den Menschen, der dein Video sieht, direkt an und schlägst eine nächste Handlung vor. Besuchen Sie unsere Webseite, lade dir die Checkliste runter oder das erfährst du in der nächsten Lektion. Überleg dir immer, was dein Publikum als nächstes tun soll und bitte einfach darum. Du siehst also, die meisten Fehler beim Erstellen eines Erklärvideos liegen im Drehbuch begraben. Wenn du jetzt mit der Produktion deines Erklärvideos loslegen willst, kann ich dir daher nur unser Video über das Schreiben von Erklärvideo-Drehbüchern wärmstens ans Herz legen. Dort findest du außerdem eine Drehbuchvorlage, wie wir sie auch genauso in unseren eigenen Erklärfilmen einsetzen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video von Mindnapped. Mit Videos mehr erreichen.